Qt bietet eigene plattformunabhängige Datentypen und besitzt eine umfangreiche Standardbibliothek, die zum Beispiel Containerklassen enthält, um Listen oder Maps zu speichern. Außerdem erkläre ich in diesem Video, wie man Debug-Ausgaben erstellt. Qt ist plattformunabhängig. Und damit Qt plattformunabhängig programmiert werden kann, muss es Datentypen geben, die auch tatsächlich plattformunabhängig sind. Das heißt, auf jeder Plattform, auf der ich mein Programm kompiliere, die gleiche Größe haben und auch die gleichen Wertebereiche. Und deswegen hat Qt eigene Datentypen definiert, zum Beispiel sowas wie qint8. Das ist dann ein Integer, der ein Vorzeichen hat und 8 Bit groß ist. Und genauso gibt es qint16, qint32 und so weiter. Das Ganze gibt es auch nochmal vorzeichenlos für qint, ja, mit unsigned und so weiter. Also das sind tatsächlich plattformunabhängige, sichere Datentypen, die man eben verwenden kann und sollten definitiv alternativ zu int, long, also zu diesen Standard-C-Datentypen verwendet werden. Was man sehr oft bei der Programmierung benötigt, sind Debug-Ausgaben. Ja, einfach um zu gucken, wie sind jetzt die aktuellen Werte meiner Felder, um bestimmte Warnungen vielleicht auszugeben. Und da bietet sich die Funktion von Qt, qdebug, entsprechend an. Ja, das ist auch eine bessere Alternative, als die Standard-C-Funktionen zu benutzen, sowas wie cout oder cr. Denn bei denen weiß man nicht, ob die unbedingt auf der richtigen Konsole landen. Ja, diese qdebug-Ausgaben, die landen beispielsweise beim qt-creator auf jeden Fall in diesem Ausgabefenster. Also wenn Sie Debug-Ausgaben machen wollen, benutzen Sie qdebug. Ja, und da gibt es zwei Varianten. Die erste Variante funktioniert so ungefähr wie printf. Das heißt, ich schreibe qdebug in Klammern, dann so ein Formatierstring und dahinter die Inhalte der Platzhalter. Oder ich kann es auch wie cout benutzen, also wie diese Input- und Output-Streams von C++ über diesen Operator mit den beiden Kleinerzeichen. Ja? Das heißt, das ist letztendlich Ihnen überlassen, welches von den beiden Sie benutzen wollen. Wichtig ist aber, Sie müssen dann, wenn Sie mit qdebug arbeiten, diese Header-Datei qdebug entsprechend einbinden. So, und qdebug führt so ein paar eigene Zusatzformatierungen durch, zum Beispiel wenn Sie eine Variable ausgeben in dieser Streamform, dann wird ein Leerzeichen vor und danach geschrieben. Qstrings landen in der Regel in Anführungszeichen, die kann ich aber alle abschalten, diese Eigenschaften. Ja, das heißt, hier haben wir so ein Beispiel, ne? Wir geben aus String ist und dann geben wir ein String aus und wir sehen, hier hat Qt so Anführungszeichen um diesen String hinzugefügt. Und wenn wir dann aber qdebug.noquote machen, dann fallen diese Anführungszeichen hier entsprechend weg. Ja, oder wir haben hier eine Nummer, die wir ausgeben, eine Zahleninteger. Und wir sehen, Qt fügt hier automatisch Leerzeichen ein. Das sieht jetzt hier in diesem Fall nicht besonders gut aus. Ne? Hinter der Zahl und vor dem Punkt kommt dann nochmal ein Leerzeichen. Und das kann ich zum Beispiel über NoSpace ausschalten. Und dann habe ich vor und nach Variablen eben keine Leerzeichen. Und weitere Informationen finden Sie da unter diesen genannten Links. Schauen Sie mal rein, da wird das alles noch wesentlich ausführlicher erklärt. Nun gibt es unterschiedliche Debug-Kanäle. Ja, qdebug ist das, was wir so im Alltag benutzen, um Fehler zu finden oder um so interne Debug-Ausgaben zu tätigen. Dann gibt es noch qinfo für Informationen, qwarning für Warnungen und behebbare Fehler, qcritical für kritische Fehler, die also auch die weitere Programmausführung zumindest gefährden, die man also die man prüfen muss, und qfatal für fatale Fehler, wo eine weitere Ausführung des Programms definitiv nicht mehr möglich ist. Und qfatal führt auch als, kann also einerseits nur als Funktion aufgerufen werden, also nicht mehr über diese Stream-Operatoren, und führt auch definitiv zum Programmabbruch. Also qfatal tödlich, ja, macht man tatsächlich, wenn man das Programm beenden möchte und noch eine letzte Ausgabe tätigen möchte. Und diese verschiedenen Kanäle sind schon wichtig, dass man die differenziert, denn es kann durchaus sein, dass man dieses Ausgabeniveau ändert, dass man zum Beispiel sagt, naja,
ich hätte jetzt gern auf meiner Konsole wirklich nur Warnungen und Schlimmeres ausgegeben. Und dann wird sowas wie Q-Info und Q-Debug entsprechend unterdrückt. Ja, also es ist so ein gewisser Standard, dass wenn man Dinge lockt, egal wo, also in egal welcher Programmiersprache, dass man dem Ganzen so ein Lock-Level gibt, dass man je nach Bedarf erhöhen kann, dass wirklich nur noch ganz kritische Dinge ausgegeben werden oder senken kann. Und dann hat man sowas wie Debug-Ausgaben ebenfalls da drin. Okay, dann schauen wir uns dazu mal ein Beispiel an. Also wir wollen eine Debug-Ausgabe tätigen, also schreiben wir Q-Debug, zum Beispiel jetzt mal Hello World. Und wir müssen aber vorher diese entsprechende Header-Datei einbauen. Und jetzt drücken wir Play und wir sehen, das Ganze funktioniert. Das wird hier im Terminal ausgegeben. Hier übrigens so ein kleiner Tipp, wenn man nicht will, dass sich jedes Mal so ein Terminal-Fenster öffnet. Man kann Qt auch durchaus im Qt Creator ausführen. Dann geht man hier auf Projekte, klickt dann hier auf Ausführen und sagt, ich würde das gerne nicht im Terminal ausführen, kann das entsprechend wegklicken. Und wenn ich jetzt das Programm starte, dann landet das hier unten in der entsprechenden Ausgabe. Ja gut, ich kann also nicht nur Q-Debug benutzen, sondern auch Q-Info und Q-Warning, wenn ich möchte, oder Q-Critical. Die stehen alle zur Verfügung, wenn ich das entsprechend einbinde. Ja. Das Einzige, was dann tatsächlich zu einem Ende des Programms führt, ist halt Q-Fatal. Da muss ich dann auch sagen, das muss ich dann auch in diesem Printf-Stil ausführen. Das kann ich nicht über die Operatoren machen. Und selbst wenn ich jetzt dahinter irgendwas ausgebe, sowas wie Another Output oder so, das landet dann nicht mehr auf der Konsole, sondern wird entsprechend, ja, hier steht dann Fatal Error. Das ist dann die letzte Ausgabe und wird das Programm auch entsprechend beendet. Ja, also dieses Another Output wird nicht mehr erreicht. Okay, aber ansonsten, ich hatte es ja erwähnt, also wir können diese Stream-Methodik benutzen, wir können die Printf-Methodik benutzen, also dass ich hier mit Platzhaltern arbeite und ja, wie ich das eben von Printf kenne, entsprechend auch formatierte Ausgaben machen kann. Und dieses Q-Debug ist relativ mächtig, das kann also alle möglichen Datentypen ausgeben. Hier habe ich mal so ein Q-Variant, den ich mal in so eine Debug-Ausgabe leite. Und dann wird mir beispielsweise auch angezeigt, okay, es ist ein Q-Variant. Intern wird ein String gespeichert und dieser String heißt Hello. Alternativ, ich schreibe hier mal irgendwie eine Zahl rein, dann habe ich ein Int in dem Q-Variant gespeichert und dann wird auch das hier entsprechend angezeigt. Ja. Und genauso geht das auch mit komplexeren Datentypen, sowas wie Q-DateTime. Ja. Das Q-DateTime ist ein Datentyp, mit dem ich ein Datum und eine Uhrzeit speichern kann. Und jetzt lasse ich mir mal über so eine statische Methode currentDateTime geben. Dafür muss ich dann allerdings die Header-Datei entsprechend einbinden. So. Und wenn ich das jetzt entsprechend ausgebe, dann bekomme ich auch hier den Datentyp in all seiner Pracht ausgegeben. Ja, also hier ist so eine, hier haben wir tatsächlich dann das aktuelle Datum, aktuelle Uhrzeit, Zeitzone. Genau, und ja, was für eine Art von Zeit wir hier drin haben. Also nutzen, arbeiten Sie mit Q-Debug. Das lohnt sich auf jeden Fall, sich das genauer anzuschauen, denn das werden Sie im Alltag und in der Entwicklung von Qt eigentlich immer und immer wieder ja, einsetzen. Jetzt gibt es aber noch so ein paar hilfreiche Klassen. Also die wichtigste zunächst einmal ist Q-String. Ja? Es gibt also eine eigene Q-String-Klasse in Qt und Sie sollten die dringend nutzen, arbeiten Sie nicht mehr mit, gut, mit Character Arrays wollen Sie wahrscheinlich eh nicht mehr arbeiten, aber benutzen Sie auch nicht die String-Klasse von der Standardbibliothek von C, also stdString, sondern benutzen Sie Qstring, denn das ist kompatibel zu Qvariant und allen möglichen GUI-Controls und ist unglaublich gut implementiert. Es ist eine sehr mächtige Klasse, hat alle möglichen Operatoren überladen, hat eine Unicode-Darstellung, sollten Sie auf jeden Fall nutzen. Qchar ist ein einzelnes Unicode-Zeichen und Qstringlist ist eine Liste von Strings. Ja, es gibt eine eigene Klasse, um Stringlisten zu verwalten und die ist eben auch sehr mächtig, hat alle möglichen Operatoren überladen. Ja, und dann gibt es noch QbyteArray, wenn man denn tatsächlich mal kein String braucht, sondern tatsächlich die Bytes in dem String und mit denen die vielleicht irgendwie umcodieren möchte, dann gibt es auch QbyteArray, um eine Liste von Bytes zu speichern.
Ja, das ist dann intern tatsächlich so eine Art Character Array. Ja, und hier mal so ein Beispiel für den Umgang mit QString. Ich kann also so ein QString einfach erzeugen, indem ich es gleich einem Literal setze. Dann habe ich aber trotzdem, QString ist ja eine Klasse, str ist dann auch ein Objekt. Und genauso wie in Java kann ich diesem Objekt dann fragen, wie viel Zeichen es besteht und so weiter. Ich kann die gleichsetzen, ich kann die konkatenieren, also mit Plus addieren, was man eigentlich auch aus Java kennt. Ich kann aber gleichzeitig auch über so einen überladenen Index-Operator auf einzelne Zeichen zugreifen und die auch verändern, wenn ich das möchte. Und natürlich kann ich das alles auch ausgeben. Und hier mal so ein Beispiel für QStringList. Das ist also eine Liste von Strings, da kann ich einzelne Elemente hinzufügen mit Plus gleich, also in die Liste einfügen. Ich kann die hier iterieren, mit Size bekomme ich die Anzahl der Elemente, mit dem Operator in eckigen Klammern kriege ich dann entsprechend das ite-Element. Und ich kann zum Beispiel auch eine Stringliste über ein Join miteinander verknüpfen. Ja, das heißt, dann werden alle Elemente der Stringliste in einen String eingefügt und mit diesem Separatorzeichen miteinander verbunden. Ja, schauen wir uns das auch mal gerade an. Also wir hatten ja hier dieses Standardprogramm. Also nehmen wir mal Hello und fügen da entsprechend World dran. So, und jetzt geben wir das Ganze mal in der Konsole entsprechend aus. Ja, also Plus gleich Operator ist natürlich sehr sehr angenehm. Ja. Und was haben wir noch? Eine Stringlist. Machen wir mal Cities. Ja, und da fügen wir mal Köln, Essen, Bottrop hinzu. Ja, haben wir also diese drei Städte. Ich kann die Stringlist übrigens auch einfach direkt auf der Konsole ausgeben, wenn ich das möchte. Dann wird das auch hier relativ einfach schön dargestellt. Ich kann aber auch sagen, Cities Join, ja, wenn man mal sagt, man hat so eine Anzahl von Elementen in einer Liste und die würde man gerne jetzt mal schön als String darstellen, dann kann ich das über Join machen. Eine ähnliche Funktion gibt es auch in Java, ne? Kennen Sie schon. Ja, und was kann ich noch machen? Nehmen wir mal an, ich habe jetzt diesen String Hello World und ich hätte den gerne mal als Byte Array. Das ist so ein bisschen aufwendiger. Dafür brauche ich tatsächlich den C-String. Also nehme ich mir von S, lasse ich mir den Standard-String geben. Man sieht auch hier in dem Tooltip, da wird dann der std-String draus. Ja. Damit kann der Konstruktor aber noch nicht arbeiten. Ich brauche tatsächlich so einen Character-Pointer. Ja. Und das ist dann das hier. Also ich kann entweder in den Konstruktor direkt irgendwie so ein String-Literal reinpacken, sowas wie Hello World oder so. Oder ich wandle den Q-String in einen Standard-String rum und den dann in so ein C-String. Aber wenn ich mal so ein Byte-Array habe, dann kann ich beispielsweise sagen, naja, ich hätte gerne die Base64-Codierung davon. Ja, Base64 benutzt man oft, um Binärdaten über einen Kanal zu transportieren, der eigentlich nicht für Binärdaten gedacht ist. Wenn ich beispielsweise mal so einen Webservice verwende, dann benutze ich solche Base64-Codierungen meistens, um das Ganze in eine Textform zu bringen, also die Binärdaten. Ne? So, gucken wir mal. Ausgabe der Anwendung, dann sehe ich hier dieser Text Hello World in Base64-Codierung. Ja, also mit dem die Byte Array Klasse hat also alle möglichen nützlichen Funktionen, um das Ganze eben nochmal zu konvertieren. Ja, und das sind, das war jetzt einfach mal ein Beispiel für QString und QStringList und QByteArray. So, und dann gibt es in der Standardbibliothek von Qt natürlich noch Containerklassen, die man immer wieder braucht, wenn man Mengen von Daten speichert. Und da gibt es einerseits mal QList. QList ist ein Array, das als Template gespeichert wird. Ja, ist also eine Template-Klasse. Und in der Regel speichert es Objekte als Zeiger auf dem Heap, es sei denn, sie sind kleiner als so eine Speicheradresse. Ja? Und das muss Sie eigentlich nicht interessieren beim Umgang. Das ist nur so ein internes Detail.
Q-List ermöglicht eben ein sehr schnelles Einfügen am Anfang und am Ende einer Liste. Dann gibt es Q-Vector, das ist auch ein Array, aber die Elemente werden ja sequenziell gespeichert, ganz normal wie bei C-Arrays. Ja, während bei Q-List Zeiger auf Objekte gespeichert werden, werden bei Q-Vector die Objekte hintereinander in einem Array gespeichert, also so wie man es eigentlich von C-Arrays auch kennt. Dann gibt es Q-Linked-List für die verketteten Listen, Q-Stack implementiert einen Stack, Q-Q ist eine Warteschlange, ja, das sind also all diese bekannten Datentypen, die es tatsächlich in Java auch gibt. Also wer Java gelernt hat, kennt diese entsprechenden Datenstrukturen. Dann gibt es noch QMap, das ist, braucht man auch relativ oft, das ist so ein Schlüsselwert, so eine Schlüsselwertabbildung, die es auch in Java gibt mit Map oder HashMap. Es gibt aber noch eine Variante Multimap, die erlaubt mir mehrere Werte pro Schlüssel zu schreiben. Und dann gibt es noch QHash und QHashMap, die dann Hash-Werte verwendet zur Sortierung von Schlüsseln. QSet für die Menge und ja, ne, das sind so die wichtigsten Containerklassen. Schauen wir uns das auch mal kurz in einem Beispiel an. Bevor wir das tun, zeige ich Ihnen nochmal die Referenz von Qt. Also zu diesen Containerklassen gibt es eine sehr ausführliche Beschreibung und eine Liste, was es da so gibt. Und natürlich können Sie dann auch auf die Klassen klicken und finden da eine genaue Beschreibung, wie die funktionieren, inklusive aller möglichen Beispiele. Ja, und wenn man jetzt mit so einer, nehmen wir mal an, wir wollen jetzt mal mit einer Q-Multimap arbeiten, so. Q-Multimap, so, die müssen wir natürlich entsprechend auch einbinden. So. Und das ist also wieder eine Template-Klasse, also wir müssen sagen, was bilden wir eigentlich auf was ab, und wir wollen jetzt Strings auf Long-Werte abbilden, ja, in dieser Map. Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, Map Insert DE, ja, gleich, ja, weiß ich nicht, nehmen wir mal an die Anzahl der Einwohner grob. Ja, nehmen wir mal an, wir wollen jetzt mehrere Werte da speichern, weil es eine Datenreihe ist. So, jetzt haben wir für DE 80 und 82 gespeichert. Das ist eine Multimap. Ich kann also zum Schlüssel mehrere Werte ablegen, und bei FR habe ich jetzt einen Wert abgelegt, und jetzt kann ich beispielsweise diese Map wie alle anderen Containerklassen einfach ausgeben. Ja? Und sehe, ich habe hier bei DE 82 gespeichert und ich habe bei DE auch 80 gespeichert und bei FR habe ich 87 gespeichert. Ja. Das ist also der Unterschied zwischen einer Map und einer Multimap. Die Multimap erlaubt mir, mehrere Werte zu speichern. Ich gucke mal gerade, ob auch dieser Operator überladen ist. Das würde mich gar nicht wundern. Nee, der ist privat, den kann ich nicht nutzen. Also ich muss tatsächlich mit Insert arbeiten. Ja, und ich kann beispielsweise mir auch von dieser Multimap die zum Beispiel alle Werte zurückgeben lassen. Ja, ich kann so mal sagen, für DE hätte ich gerne alle Werte in einer Q-List. Ja, das mache ich dann mit map.values und bekomme hier entsprechend dann die Werte zurück. Gucken wir uns hier in die, auch die Ausgabe an. Hier sind also 32 und 30 jetzt in dieser List drin, und dann kann ich bei der Q-List wie gehabt einfach auch auf einzelne Elemente zugreifen oder mir die Größe ausgeben lassen. Ja, das ist alles überhaupt kein Problem. Also diese Containerklassen und generell alle Hilfsklassen, die Qt bietet, sind extrem gut implementiert, sind sehr ausgereift, haben viele sinnvolle Operatoren und sind auch leicht verständlich. Also schauen Sie da einfach mal in die Referenz. Und ja, wir haben also festgestellt, Qt hat eine sehr reichhaltige Bibliothek von Standardklassen. Dieses Video hat im Grunde nur an der Oberfläche gekratzt und Ihnen so einen Überblick über die, sagen wir mal, wichtigen Dinge gegeben, die man so im Alltag braucht. Aber Sie finden auf jeden Fall in der Referenz noch eine sehr gute Übersicht über diese verschiedenen Standardklassen.